Ich bringe den Leuten bei, wie man besser mit Ängsten umgeht und freier vor Menschen sprechen kann. Also ich bin jetzt 20 Jahre auf der Bühne und habe immer Lampenfieber und das macht mich eher nervös, weil ich das nicht spüre. Lampenfieber gehört einfach zu jeder stressigen Situation dazu und es ist so wichtig wie sonst gar nichts. Man muss nur lernen, das Lampenfieber als Freund zu nehmen und nicht als Feind. Ich schaue, dass die Leute weniger nervös sind, dass sie gelassener sind. Das hat viel mit der Atmung zu tun. Schlussendlich geht es nur um Authentizität. Mein Training ist deshalb wichtig, wie ich finde, weil ich den Leuten beibringe, wie sie frei, gelassen und vielleicht sogar im besten Falle mit Freude vor Leuten stehen können. Ich bin richtig gut darin, die individuelle Qualität der Teilnehmer zu erkennen, auch die Schwächen zu erkennen und ihr Selbstbewusstsein zu stärken oder zumindest den Teilnehmern das Gefühl zu geben, dass sie diese einfach annehmen dürfen. Als Förderer möchte ich ganz besonders BTI danken, da sie mich als Trainerin erkannt haben und da an mich geglaubt haben und mich da auch ein Stück weit begleitet haben. Und privat danke ich auf jeden Fall meiner Tochter für ihr Lachen und für den täglichen Spiegel, den sie mir vorhält. Ich habe keine wirklich bestimmte Lieblingsmusik, weil ich Musik an sich einfach liebe. Ich möchte gerne irgendwann noch ein Buch schreiben und auf jeden Fall nochmal eine eigene Bühnenshow auf die Bretter bringen, die Welt bedeuten. Mein Motto kommt eigentlich von meinem Schauspiellehrer, der gesagt hat, "If you don't take yourself so damn seriously, you are free to act with pleasure."